Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit Thomas Playgallon. Wie man sieht, ich habe hier auch schon einige verkauft. Boah. Na. Nicht so ganz teuer. Ja, Toro Max, ich habe deinen Ratschlag befolgt, denn ich habe wirklich gar keinen Bock mehr auf das deutsche Team. Ich will mal das Barclay-Team ausprobieren. Das BPL-Team, Premier League-Team, wie es allen passt, es mir egal, wie ich es ausspreche. Aber ich sag lieber Barclay. Dors irgendwie besser passt, mit bayerischem Akzent hier am Start. Also, einige habe ich mir schon gekauft, einige neue Spieler, beziehungsweise zwei in meinem Barclay-Team. Einmal Eden Hazard und Aguero. Und wir gucken einfach mal, wie die so gleich abgehen im Spiel. Jesus, na was, werde ich wahrscheinlich auswechseln. Für Cuadrado. Oh, Aguero hat nicht volle Fitness, egal. Wir werden ihm eine Fitnesskarte geben, davon haben wir noch genug. Haben wir noch 20, ja, ne, 40 sogar. 40 ist das, ja. Bronze ist dann wahrscheinlich 20. Und De Gea muss langsam ausgewechselt werden. Da können wir ja mal Tschech ausprobieren. Joa, also Verbesserung in meinem Team könnte es eventuell noch geben. Oscar kann rein und Ramsey auch. Alter, müssen viele ausgewechselt werden. Ist ja schlimm. So, Rechtsverteidiger muss auch noch ausgewechselt werden. Sodass hier eine bunte Mischung gibt. Und Linksverteidiger. Da Philipp Luis. Da müssen wir denen noch eine Stellungsspielkarte geben, damit das schon besser ausschaut. Auf jeden Fall, wir werden gleich im ersten Spiel der Liga mal ein neues, was Neues ausprobieren. Hier auch eine neue Aufstellung. Linksverteidiger. Ja, genau, das brauchen wir. Es ist das allererste Mal, dass ich den 5-2-2-1 spiele. Und mal schauen, wie das so probiert. Es ist defensiv und offensiv, aber im Mittelfeld ist es nicht so ausgeprägt, aber müsste eigentlich trotzdem funktionieren, wenn alles nach Plan klappt. Im Übrigen 6 Jahre Foot, ja, ich bin rausgeflogen aus dem Turnier, leider, leider. Ach schade, jetzt habe ich nicht so eine Karte, ne, werden wir uns noch ganz schnell kaufen. Es ist sowieso Wochenende, beziehungsweise Freitagabend, ja, das kann man schon zum Wochenende zählen auf jeden Fall. Ich habe morgen nichts vor und dann kann ich ganz gemütlich alles hochladen, auch mit Zeit. Deswegen kann es ein bisschen längere Folge werden. Positionswechsel. Genau, das brauchen wir. Mal gucken, wie teuer die sind. Joa, 150 ist doch in Ordnung. Müssen wir aber noch ein bisschen warten. Alles nur noch von Footgründern. Hoffentlich kriegen wir es für 150 mit. Das wäre echt geil. Also, wen ich mir noch holen wollte, Sanchez auf jeden Fall vom rechten Flügel. Dann die Maria, Toro Max, ich habe deinen Ratschlag wirklich befolgt, denn ja. Im Übrigen, Tim, du Schlawiner, du. Weißt du da, Alzer, ne? Ich weiß, ich spreche deinen Namen ist falsch aus, aber ich spreche es immer so aus, wie ich es für richtig halte. Auf jeden Fall, Tim hat im Übrigen mit dir geschrieben. Das habe ich auch vorhin in die Kommentare geschrieben. Ich weiß auch nicht, ob du es gesehen hast, aber wahrscheinlich schon. Und ich hoffe mal, dass ich den Ton aufgenommen habe. Es wäre echt bitter, wenn ich das nicht getan habe. Oh je, meine, egal. Also du hast, ich hab, hier wolltest ja mal ein Fan-Treffen oder so haben. Leider wohnst du ja in, wo war das? Österreich oder so? Ja, ich glaube schon. Ja, ich wohne leider in Deutschland, also. Ja, irgendwann. Also wir sind ja dieses Jahr wahrscheinlich noch auf der Gamescom. Falls einige von euch auch da sein sollten, könnt ihr euch uns ruhig ansprechen. Wir werden wahrscheinlich mit so Playgallon-T-Shirts rumlaufen. Da wird auch noch so ein Name draufstehen. Bei mir wird Thomas draufstehen. Bei Tim wird Tim draufstehen. Joa. Also ich glaube, uns Spacken sollte man schon irgendwie erkennen. So, jetzt haben wir noch die richtige Positionskarte für ihn. Und jetzt müssten wir das Spiel eigentlich gewinnen. Aguero, mal gucken, wie er so abgehen wird. Aber Ramsey hat auch nur so wenig im zentralen Mittelfeld, ne? Boah, müssen wir ihn auch... Ja, komm, Eriksen darf noch eine Runde spielen. Ja, ich würde sagen, jetzt ist unser Team fertig fürs Ausprobieren. 2 Punkte brauchen wir noch. Also den Aufstieg habe ich schon im letzten Spiel verspielt. Aber wir werden jetzt einfach versuchen, die zweite Liga zu halten. Und dann müsste eigentlich alles funktionieren. Ja, weiter würde ich sagen. Mal gucken. Bitte bekommen wir keinen starken Gegner und Heimspiel. Leider kein Heimspiel. Das wurde uns schon weggenommen. Kleines Stadion. Nee, ist ein sehr großes Stadion auf jeden Fall. Was für ein Stadion genau das ist, weiß ich jetzt nicht. Und leider ist es sonnig. Ich mag eher regnerisches Wetter.
Aber ist ja jeden selbst überlassen. Eine 4-2-3-1 Aufstellung. Okay. Remy, Schürle, Jesus Navas, Özil, Ramirez. Keine Ahnung, Walker, Mangala ist es, glaube ich, Philippe Luis und Cech. Ey, ich kenne mich schon bald in der Premier League aus. Es geht voran, es geht auf jeden Fall voran. Mal gucken, wie wir uns in diesem Spiel schlagen werden. Ich hoffe gut. Eine Niederlage kann ich mir noch kassieren, aber besser ist es, wenn wir wirklich den Klassenerhalt schon mal klar machen. Also das Team ist auf jeden Fall schon mal langsamer als das Deutsche. Darum muss ich mich gewöhnen, also... Wobei, Sturm ist schnell. Sturm ist wirklich sehr schnell. Allein schon so ein Eden Hazard, das ist schon richtig heftig. Nur das zentrale Mittelfeld ist nicht so schnell, aber... Oh, schön geklärt, Alter. Das war richtig geil. Und jetzt Hazard. Sein allererstes Spiel hier in meinem Team. Okay, da war viel Platz auf dem linken Flügel. Können wir den irgendwie reinschlenzen? Was war das für ein Pass? Was war das für ein Pass, wirklich? Das war ja schon ein Schüsschen. Der erste Eindruck scheint gut zu sein, aber ich will das Spiel, das Team nicht vorher loben. Wir wissen ja alle, wie das ausgeht am Ende. Also so ein Hazard, also ich spiele ja immer mit einem Kumpel, so privat, Freundschaftsspiele und so. An dieser Stelle schöne Grüße an, Jonas, ja. Ich kann einfach seinen Namen sagen. Ich meine, was soll man mit einem Vornamen anfangen? Alter! Ey, wenn das kein Foul gewesen wäre, ich hätte mich beschwert. Sollen wir rausschießen? Sollen wir wirklich rausschießen? Ja, wir schießen drauf. Ui, 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 ich hätte den besser reinflanken sollen, egal. Ich glaube, die Flanke wäre erfolgreicher gewesen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich hatte mir im deutschen Team nochmal Ribéry gekauft. Für 160.000. Ich muss sagen, ja. Der so überragend hat er jetzt auch nicht gespielt. Also der hat mich nicht so richtig geflasht. Ich kann bei Spielern so sagen, der flasht mich oder der flasht mich nicht. Und der nicht. Also Hazard, das ist wirklich so ein richtig geiler Spieler. Und sein Pace ist einfach nur so überragend. Das. Ah. Schön erobert. Ah, leider hatte der Torhüter noch eine Hand dazwischen. Tschech ist das, ne? Der gleiche Torhüter, wie den wir haben. Philippe Luis wird reinflanken. Oh oh. Jetzt kann er einen kleinen Konter hier machen. Im Übrigen, Juan Mata gibt es ja jetzt in Form, im Team der Woche, ne? Mal gucken, wie viel er kostet. Vielleicht wird das noch so ein Kandidat für uns, aber ich weiß nicht so recht. Also, als ich den damals im zentralen offensiven Mittelfeld hatte, hat er mich nicht so geflasht. Also es gab Spieler, die haben mich wirklich sehr überzeugt, wie zum Beispiel Ramirez. Und ja, ein Wunschkandidat wäre auch Yaya Touré, wenn wir die Spieler, die wir gerade noch auf dem Dings hatten, verkaufen, wäre eigentlich alles gut. Aguero, Pass auf Hazard. Legen rüber und Tor. Nein! Guardado, was war das denn, Mann? Oh, wie kann man so einen denn nicht reinmachen? Wie kann man so einen denn nicht reinmachen? Ich verstehe das nicht. Alter, da muss man schon echt behindert im Kopf sein. Oh, Guardado, du hast mich doch so in den letzten Spielen überzeugt und jetzt so eine Situation. Ey, da haben wir uns so schön durchgespielt. Das wäre das wichtige 1-0 gewesen. Aber er hat noch eine Chance, jetzt über einen Flügel irgendwas zu reißen. Wer mir reinflanken? Nein. Zu wenig Platz gewesen, jetzt über Zabletta oder wie auch hier jedenfalls ausgesprochen werden mag. Oskar schön zurückgearbeitet den Ball. Wir werden einfach mal reinflanken. Was anderes fällt mir momentan nicht ein. Leider war Tschech im Weg, beziehungsweise hat ihn weggeblockt. Reingrätschen hat leider nichts gebracht von Touré. Also wenn man überlegt, die Informs der Barclay, BPL, Premier League sind sehr günstig in der Verteidigung. Also 16.000 kriegt man die inzwischen schon. Alter, das war knapp. Aber Tschech schön gehalten. Also so ein Wunschkandidat wäre auch noch Courtois. Ich glaube, der kostet nur noch 17.000 oder so. Da die Price Ranges da sind. Ich habe auch irgendwie gehört, dass sie jetzt wieder rausgenommen werden sollten. Aber ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ja, das war weniger als nichts, der Schuss. Aber man darf den Gegner nie unterschätzen.
da ja immer gefährlich werden könnte. Ah, das war schlecht gemacht von Eriksen. Eriksen sieht hinten aus wie Robben. Das sieht auch aus, ob der eine Glatze hätte, ne? Obwohl er gar keine Glatze hat. Eriksen, schöne Arbeit, sehr schöne Arbeit. Oh nein. Wenn ich vorm Tor bin, habe ich immer Probleme. Wirklich immer. Ich weiß nicht, was ich in diesen Momenten tun soll. Alter, die Abwehr steht sehr kompakt in dieser Aufstellung. Das muss man der Aufstellung wirklich lassen. Oh oh. Boah, Tschech, sauber gehalten, auch wenn der nicht sehr schwer zum Halten war, aber. Alter. Da hat man schon 93 Pace und hat sich sehr schön vorbei dran gearbeitet. Leider. Elfmeter? Alter. Ihr wisst ganz genau, wie ich immer Elfmeter schieße. Ja. 1-0. Ich habe ein bisschen Elfmeter geübt und Freistöße, wo mir... Ja, ich hatte ganz große Langeweile während des Praktikums. Wann war das? Mittwoch, glaube ich. Hatte ich Nachmittag frei und habe ein bisschen geübt. Boah, geil. Also das 1-0 ist wirklich sehr wichtig. Alter, das war ein Foul. Leider, also das 1-0 ist sehr wichtig. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, haben wir die zweite Liga gehalten. Das wäre mega geil. Alter, Tschech ist ein richtiges Tier. Also da muss ich mir überlegen, ob der Guy noch einen Stammplatz hat, ey. Aber ich will ihn auch nicht so sehr loben. Ich weiß ganz genau, was immer passiert, wenn ich Spieler lobe. Die bauen dann Scheiße direkt danach. Oh. Alter. Tschech springt da voll auf den Stürmer. Ja, ein Schritt im Abseits. Remy war da, glaube ich, als Sturm, ne? Ja. Remy 90 Pace, Kopfball stark. Aber die Schüsse sind zu wünschen übrig, auf jeden Fall. Boah, Hazard, richtiges Tier. Alter. Ich glaube, ich hätte da drauf schießen sollen mit R1 und Kreis. Wäre sinnvoller gewesen. Fuck. Ich habe versucht, den Ball noch irgendwie im Strafraum zu erobern. Hat leider aber nicht geklappt. Okay, jetzt wird er irgendwie einen Dreieckspass versuchen. Von Eriksen. Alter, ich bin richtig begeistert momentan vom Team. Ich finde, das deutsche Team, da gibt es günstige Spieler, sind schnell. Aber in England sind irgendwie solche Klassiker, ne? Klassiker, ja, zum Beispiel sowas wie Rooney. Aber Rooney will ich nicht spielen, weil der Pace mir da viel zu niedrig ist. Und außerdem habe ich ja kein zentralen offensives Mittelfeld mehr. Da müsste ich ihn zum zentralen Mittelfeld machen und zentrales Mittelfeld. Oh, Tschech, ich liebe dich. Willst du ein Kind von mir haben? Nein. Alter, der ist ja richtig geil, ey. Aber wie gesagt, wir wollen ihn nicht so früh loben. Und ich weiß nicht, worauf er gerade wartet. Vielleicht hobelt er sich auch gerade nur einen runter. Nein, doch nicht. Okay. Ja, schön geklärt. Jetzt Hazard. Ja, der Schiedsrichter wird abpfeifen. Wir werden mal versuchen, rüber zu... Alter. Warum pfeift der Junge denn nicht ab? Oh, 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 oh. Tschech, ich liebe dich. Ich liebe dich einfach nur. Alter, das ist einfach nur zu geil, wie dieser Torhüter einfach reagiert. Weißt du, geile Paraden, spielt noch mit. Hammer-Spieler, wirklich. Wir führen zwar nur nach einem Elfmeter, aber wir gucken uns mal die Statistik an. Joa, ich würde sagen, die Führung ist verdient. Auch zweikampfmäßig sind wir höher. Er hat schon eine gelbe Karte. Verletzungen haben wir eine, what the fuck. Schon wieder, ja, das sind FIFA-Bugs. Puh. Okay. Er will wahrscheinlich auswechseln, weil er im Rage-Modus ist oder so. Kann natürlich sein. Boah, ich hoffe, ich nehme gerade wirklich auf. Also Bild nehme ich auf jeden Fall auf. Das habe ich schon kontrolliert. Ich habe immer so die Panik bei FIFA, ob ich... Okay. Ich will ja nicht sagen, aber das war ein Verzweiflungsschuss von Özil. Alter, ich finde diese Aufstellung einfach nur zu geil. Die ist richtig defensiv und dabei offensiv, Alter. Boah. Tore, Max. Max. Genau, ungefähr so. Ah, fuck. Aus, oder? Das war aus. Das war auf jeden Fall aus, aber... Danke für den Tipp. Wirklich danke für den Tipp. Du spielst auf der Xbox One, oder? Ich meine, mich zu erinnern, dass du sowas mal geschrieben hattest. Ich habe die Xbox One mal kritisiert, da hattest du gefragt, wieso. Ja,
Denn sonst könnten wir irgendwie mal zusammen spielen oder so. Im Übrigen, Burak, wir könnten nochmal spielen um Asum. Ja. Vielleicht spielen wir irgendwann mal um 5K-Wager oder so. Ich meine, ich kann sowieso nicht mehr viel mit Coins machen. Ja klar, ich könnte sparen, aber das dauert mir zu lange. Und es heißt ja so gut, no risk, no fun. No risk, no fun. Guardado. Wird sie hier... Ah, okay. Ah, schade, leider nicht durchgearbeitet. Ah, es ist unglaublich, wie geil das hier steht. Wenn man das Mittelfeld einfach wegnimmt und dann dafür einen Verteidiger mehr und einen Stürmer mehr hat, ne? Ja, linke Flügel und rechter Flügel, ja. Das sind so halbe Stürmer, finde ich. So. Ay caramba. Ay caramba. Alter, 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 jetzt, das war knapp. Foul war das nicht, das war mehr Körpereinsatz. Ja, abseits, ja, leider. Egal. Wenn wir diese Defensivleistung jetzt halten, das wäre richtig nice. Hazard hat sich den Ball erobert, beziehungsweise... Ah nein, ich wollte zurückgehen und dann... Ah fuck, ich hätte draufschießen sollen, um wenigstens eine Ecke rauszuholen. Ich mache sehr gerne Eckentore und bin mit einem Innenverteidiger rausgelaufen. Das sieht nicht sehr gut aus. Okay, jetzt sehe ich ein bisschen schlecht aus in der Verteidigung. Uff, okay. Zum Glück stand da keiner. Da haben wir unser Glück ein bisschen genutzt. Im Übrigen, in der letzten COC-Aufnahme, da war der Ton irgendwie ganz scheiße. Das lag auch daran, dass ich wirklich zu laut gesprochen habe. Ich habe jetzt einfach die Lautstärke ein bisschen runtergedreht und ja, müsste klappen. Oh, ich hätte näher mit... Alter, ich glaube, rechts kam sogar Guardado gelaufen, ne? Also Hazard, richtiges Tier. Das ist unglaublich, wie er sich hier einfach nur durchläuft. Der lässt die Verteidiger wie Slaloms stehen. Jetzt wie so ein FIFA-Reporter das sagen würde. So, haben wir erarbeitet. Oscar. Die zentralen Mittelfeldspieler müssen noch nicht mal ganz schnell sein. Zu weit, oder? Abseits, schade. Ich glaube nur ein, zwei Schritte, oder? Ja, zwei, drei Schritte ungefähr. Schade. Schade, schade, schade. Aber war schön gesehen von Eriksen, beziehungsweise von mir, also. Joa. Alter, Hazard. Da hat er sich einen Ball zurückerobern lassen. Diese Verteidigung steht wie eine Mauer. Wie eine Mauer. Ja, aber die Flügel gingen jetzt schwer. Da müssen wir uns durch die Mitte durchspielen. Ja. Ja. Ist grenzwertig gewesen. Ist grenzwertig gewesen, auf jeden Fall. Also da hat Zabaleta den Körper schon stark benutzt, aber ja. Ah, Hazard war nicht auf dem Flügel, ne? Nein, leider nicht. Ah, scheiße, der ist damit durchgekommen. Okay, die Flanke war nichts. Das ist sehr gut. Noch 16 Minuten müssen wir ausharren. Dann hätten wir die zweite Liga gehalten. Alter, das wäre mega geil, wenn wir die halten würden. So, Guardado hat sich schön durch... Ja, Skill nennen wir es mal nicht, ne? Aber durchgepaced. Ich habe immer die Hoffnung, dass sich einer mit der Physis durchkämpft und dann einfach drauf schießt und dann so ein richtig geiles Tor macht. Auf jeden Fall, was Minuspunkt an meinem Mikrofon ist, glaube ich. Dass man nicht so laut sprechen kann, da hat es sehr viele Ausschläge. Ja, irgendwann. Irgendwann werde ich mir noch ein besseres Mikro gönnen, aber im Moment reicht es ja, also. Ich glaube, die meisten würden sich stören, aber ich bin so einer, bei mir muss alles perfekt sein, damit ich zufrieden bin. Also ich bin wirklich so ein Perfektionist. Also ich bin auch immer ganz unzufrieden, wenn so scheiß Folgen rauskommen. Also es gab auch wirklich Folgen, wo ich nicht mehr zufrieden war und ich die einfach weggeschmissen habe. Schlampige Flanke, sowas wird mit Leichtigkeit. Ja, die Flanke, Alter, das ist unglaublich, diese Defensivleistung bzw. Aufstellung, ne? Guckt es euch an, diese Fünferkette. Das ist wirklich schwer durchzukommen.
Und Eriksen, boah, Tier. Alter. Oh, das kann doch nicht sein, dass hier all. Das kann doch nicht sein, dass jedes Mal abseits ist. Ja, ein Schritt. Wow. Okay, wird jetzt auswechseln. Wahrscheinlich hat er noch das 1-1 im Auge. Ja, wenn wir diese Leistung bis jetzt halten, dann haben wir diese 3 Punkte im Sack und damit auch den Ligaerhalt in Liga 2. Das wäre mega geil, wenn wir das schaffen. Remy wird ausgewechselt. Und dann können wir. Ach, geil. Richtig geil, Agüero. Agüero hat sich durchgekämpft. Also, ich bin mir da nicht so sicher, aber das hätte man auch als Freistoß gelten lassen können. Es war auch wieder so eine grenzwertige Situation. Lupfen. Geil, 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 geil. Und damit wäre das Spiel entschieden. Agüero. 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 Du bist ein geiler Spieler. Agüero, 2-0 gewonnen, würde ich sagen. Vielleicht kassieren wir noch einen, aber das ist mir jetzt sowas von egal. Boah, ich liebe diese Aufstellung und dieses Team. Ja, ist mir jetzt egal, ob er noch einen reinbekommen hat. Scheiße, 89, das wird sogar noch knapp, Alter. Ja, das ist immer so das Problem bei mir. Wenn ich ein Tor schieße, kassiere ich direkt eins. Das ist immer so. Ich kann 90 Minuten... Ja, ich habe jetzt 90 Minuten zu 0 gespielt. Aber das Problem ist dann, Fernschuss R1 Kreis, ne? Also, das sind wirklich sehr gefährliche Schüsse. Ich will noch ein bisschen auf Zeit spielen. Wir werden hier vorne ein bisschen durch. Abseits? Ah, fuck, jetzt muss ich noch auf sehr defensiv stellen. Abwehrriegel am besten. Ja! 2-1 gewonnen. Tore Max. Danke. Danke, danke, danke für den Vorschlag. Dieses Team ist einfach nur zu geil. Und danke, Jonas, für deine Tipps für mein Barclay-Team. Denn ich kenne mich in der Premier League wirklich nicht sehr besonders gut aus. Aber momentan wird es besser. Also das letzte Tor von Schüle war echt nice. Also, ja. Aber ich glaube, selbst Neuer hätte da Probleme gehabt, denn der war wirklich perfekt drin. Tschech hat 8,2, hätte am Ende sogar über 9 bestimmt gehabt, wenn das Gegentor nicht gefallen wäre, aber wurde. Hä? Hä? Wieso haben wir die Münzen bekommen? War das das letzte Spiel, oder? Hä? Hä? Kann mir gerade einer sagen, was hier gerade... Verbleibende Spiele 1, aber ich habe die Klasse gehalten. Ja, also hätten wir verloren, wäre ich abgestiegen, obwohl ich noch ein Spiel hatte. Das sind typische EA-Server, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, mit dem EA-Bug geht es zu Ende in dieser Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.